Was viele von uns brauchen, so paradox es auch klingen mag, ist der Mut, Lebensglück zu tolerieren, ohne uns selbst zu sabotieren. Nathaniel Brandon. Hallo, ich bin Marco von AuthenticGermanLearning.com. Und heute bringe ich dir Deutsch bei, indem ich dir 5 Tipps gebe, wie du Selbstsabotage und Wachstumsangst vermeiden kannst. Oh mein Gott, das ist so toll, das ist so geil. Ich klappe. Es fühlt sich einfach richtig toll an hier. Der Schnelltipp. 3 Regeln. Regel Nummer 1. Es ist okay, nicht alles zu verstehen. Es ist vollkommen okay, wenn du nicht jedes Wort verstehst. Hauptsache, du verstehst ungefähr 70% von dem, was ich sage. Regel Nummer 2. Wiederhole dieses Video immer und immer wieder. Wiederholung ist der Schlüssel des Sprachenlernens. Alternativ kannst du natürlich auch ein anderes Video wiederholen. Der Punkt ist, dass du ein Video immer und immer wieder siehst, was dir am meisten gefällt. Regel Nummer 3. Lehne dich zurück. Entspanne dich. Ja? Je entspannter du bist, desto effizienter lernst du eine Sprache. Und nun zum Thema des Videos. Die Tipps habe ich aus diesem Buch Mastery, The Keys to Success and Long-Term Fulfillment von George Leonard. Wie der Name schon sagt, geht es darum, um die Beherrschung von Fähigkeiten. Und der Untertitel lautet Der Schlüssel zum Erfolg und zur langfristigen Erfüllung. Der Link zu diesem Buch ist unten in der Beschreibung. Ja, Selbstsabotage. Wenn wir wachsen wollen, wenn wir eine Fähigkeit beherrschen wollen, dann lösen wir Ängste bei uns selbst und anderen Menschen aus. Wenn ich zum Beispiel Deutsch lernen möchte und ich teile das mit meinen Freunden und ich habe einen Freund, der versucht hat, Deutsch zu lernen und es nicht geschafft hat, dann wird er vielleicht wütend auf mich oder er bekommt Angst, weil er der Meinung ist, nur weil er es nicht schafft, soll niemand anderes es schaffen. Ja? Viele Leute sind so. Viele Körperprozesse zielen darauf ab, unseren Körper in einem Gleichgewicht zu halten. Der Körper versucht, unsere Körpertemperatur, unseren Blutdruck und unseren Blutzuckerspiegel im Gleichgewicht zu halten. Das nennt man Homöostase. Homöostase. Dasselbe Prinzip hält uns zurück, wenn wir versuchen, uns selbst zu verbessern und zu wachsen. Wir haben Angst vor zu großem Wachstum. Wir sabotieren uns entweder selbst oder Menschen in unserer Umgebung lehnen uns und unsere neu gewonnene Stärke ab, bewusst oder unbewusst. Wenn ich zum Beispiel Deutsch lerne oder Italienisch und
andere Leute in meiner Umgebung hatten nie ein Talent für Sprachen, ja, dann kann es sein, dass sie neidisch auf mich sind. Oder sie denken sich, wenn Marco Italienisch lernt, wie stehe ich denn da? Ja? Und so kann es sein, dass unbewusst ein Groll gegen mich entsteht. Und das löst dann auch Wachstumsangst bei mir aus. Zum Beispiel. Oder ich möchte ehrlicher sein. Oder ich möchte produktiver sein. Oder ich möchte wohlhabender sein. All dies kann Ängste in mir und in anderen Leuten auslösen. Was kann man dagegen tun? Was kann ich tun, um Selbstsabotage und Wachstumsangst zu vermeiden? Nun, hier sind 5 Tipps. Tipp Nummer 1. Sei dir bewusst, wie Homöostase funktioniert. Das ganze System muss sich verändern, wenn sich ein Teil des Systems verändert. Das heißt, deine Freunde müssen sich ebenfalls verändern, wenn du dich verändern möchtest. Oder es wird schwieriger, die Freundschaft zu erhalten. Die Menschen in deiner Umgebung werden unbewusst versuchen, dich am Wachstum zu hindern. Tipp Nummer 2. Sei bereit, mit deinen Widerständen zu verhandeln. Damit meine ich, einen inneren Konflikt bewusst zu machen. Wenn du Schmerzen hast, höre auf sie. Achte auf Warnungen. Tipp Nummer 3. Bitte deine Freunde um Unterstützung. Teile ihnen deine Ziele mit, sodass sie sich dessen bewusst sind und dich aktiv unterstützen können. Tipp Nummer 4. Verbringe regelmäßig Zeit mit Aktivitäten, die dich voranbringen. Damit schaffst du dir Gewohnheiten, die dir eine sichere Grundlage geben, einen Anker. Mit Gewohnheiten nutzt du die Macht der Homöostase für dich. Tipp Nummer 5. Sei ein lebenslanger Lerner. Wenn du lernst, wächst du. Ich hoffe, diese Tipps waren hilfreich für dich. Sag mir deine Meinung in den Kommentaren und wie immer, bis morgen. Tschüss. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich weiß es wirklich zu schätzen, da dieses Projekt erst durch deine Teilnahme möglich ist. Eine kleine Bitte zum Schluss. Atme tief ein und wieder aus. Mehr nicht. Das war's. Tschüss. Bis morgen.